Merseburg im Saalekreis. Das Revier der Polizeibeamten Thomas Schön und Michael Stumpf. Sie und ihre Kollegen sind für die Sicherheit der ca. 190.000 Einwohner verantwortlich. Den Zielort des ersten Einsatzes bekommen die Merseburger Polizeibeamten per Funk. Es geht in die Straße in die dortige Rechtsanwaltskanzlei. Dort erwartet sie Frau. Sie zeigt an, dass heute im Verlauf des Nachmittags zwei Personen die Rechtsanwaltskanzlei betraten, die Personen dann das Objekt plötzlich auch wieder verließen. Jetzt wurde festgestellt, dass ein Portemonnaie entwendet wurde. Dieses wurde auch bereits wieder aufgefunden durch einen Hausmeister in der Südparkpassage. Ein Diebstahl am helllichten Tag, leider keine Seltenheit. Ein bis zwei Täter lenken dann meistens die Belegschaft ab, während ein dritter unbemerkt Wertgegenstände entwendet. Portemonnaie ist oftmals dann auch so eine Kaffeekasse, die auf dem Tresen steht bei Ärzten. Das kommt schon relativ häufig vor. Thomas Schön und Michael Stumpf hoffen nun, dass sie diesmal möglichst viele Hinweise auf die Täter und deren Vorgehen bekommen. Dafür brauchen sie zuerst die Aussagen der Angestellten. Wir sind ein bisschen total geschockt jetzt. Alles, ja. Es klingelt unten, Sie haben ja gehört, unsere Tür hat eine Klingel. Klingelt immer, jeder, der aufmacht, muss durchs Klingeln durch. No. Deswegen hören wir hier oben, wenn jemand kommt. Und die kommen dann eine Treppe hoch und das waren vorhin zwei junge Männer. Dann hatten sie eine Karte. Zettel in der Hand. Einer hatte einen Zettel in der Hand mit irgendwelchen Schriftzeichen drauf, die konnte man nicht keinen lesen. Sinn ergaben. Also, und nicht irgendeine Adresse oder sowas, waren einfach Buchstaben. Der andere hatte eine Kartefolie von Schwerin. Sagt der Kollege, was wollen Sie mit der Karte von Schwerin? Wir sind in Merseburg, das wissen ich Sie doch. Dran. Den Kartentrick benutzen solche Täter häufig, um die Opfer abzulenken, während sich der Komplize nach Wertgegenständen umsieht. Der eine ging sofort da hinten um. Da hinten ist das Büro unserer Chefin. Da war die Tür leider auf. Der andere war hier, wimmelte mich so ein bisschen ab. Ich habe dann versucht, ich hab hier hinterher zu gehen. Arbeitsplatz gesessen. Der Kollege saß hier. Der ließ sich aber nicht abwimmeln. Total aufdringlich. Dann ging der hier rein, an mir vorbei, schubste mich bald noch ein bisschen, guckte hier überall rum. Die Angestellten haben in dem Moment nicht bemerkt, dass der Mann das Portemonnaie des Kollegen klaut. Noch ist nicht klar, ob noch mehr fehlt. Würden Sie mir das kurz mal zeigen, wo der andere gewesen ist? Thomas Schön vermutet, dass der zweite Mann nach weiteren Wertgegenständen gesucht hat. Er hofft, dass er hier eventuell eine Spur zu den Tätern findet. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier irgendwas ortsverändert oder geöffnet wurde? Nee, nichts. Nee, eigentlich nicht. Wo das Portemonnaie gelegen haben könnte? Also hier drin nicht. Hier drin nicht? Nee, definitiv nicht. Wo das Portemonnaie lag, weiß nur der Kollege, also der Besitzer. Der ist inzwischen zu der Einkaufspassage gefahren, an der sein Geldbeutel gefunden wurde. Der Zeitraum zwischen Diebstahl und Auffinden der Beute war in diesem Fall extrem kurz. Den Tatzeitraum können wir denn einschränken, dass wir vielleicht das jetzt bei einer Absuche vielleicht noch Glück haben, die beiden. Vor einer halben Stunde ungefähr. Ja. 10 vor 5 bis in 5 Minuten waren die hier drin. Ja, so in etwa genau. Aber vorher habe ich nicht geguckt. Denn erst nachdem die beiden Männer weg waren, haben die Arbeitskollegen gemerkt, dass etwas fehlt und dann sofort die Polizei alarmiert. Kann man zu der zweiten Person, können Sie sich da noch, haben Sie die gesehen, was sie anhatte? Vielleicht so groß wie ich ungefähr, bisschen kleiner, ich weiß es jetzt nicht. Dunklere Hautfarbe, kurze Haare, es waren aber keine Afrikaner, also das würde ich fast zu 100% sagen. Mein Kollege meinte Rumänen oder so, aber das ist nur. Die Sprache haben wir nicht verstanden. Die sprachen irgendwelche Hieroglyphen. Ich habe kein Wort verstanden. Woran die beiden sich erinnern, die Täter hatten Trainingsanzüge an. Sie hatten irgendeinen Schriftzug auf, dass jetzt eine Adidas-Jacke war, oder kann man das da näher definieren? Drauf, aber war gleich hier so ein Emblem, oder aber ich hab's nicht. Irgendwas drauf, aber genau. Es ist äußerst schwierig, da jetzt einen Täter wahrscheinlich zu finden. Das ist erstmal ein markantes Merkmal, dass sie jetzt eine Trainingsjacke haben. Das können wir jetzt dann im Rahmen der Streife natürlich beachten. Das ist jetzt eine dunkelblaue Trainingsjacke, vielleicht fällt uns das auf. Und im Personenkreis südländischer Typ, so in Richtung Rumänien, da könnte man dann quasi ansetzen.
Michael Stumpf braucht die Daten der Kanzleiangestellten. Spuren und Hinweise auf die potenziellen Täter können die beiden Beamten in der Kanzlei leider nicht sicherstellen. Wir haben die Anzeige jetzt aufgenommen. Alles Weitere dann über die Kriminalpolizei, dass Sie dann Bescheid bekommen, ob es jetzt ein Anhörungsbogen wird oder eine Vorladung, das werden Sie dann sehen. Wir fahren jetzt nochmal zu dem Geschädigten und prüfen dann weiter. Alles klar. Na gut, dann alles Gute für Sie. Trotzdem noch eine schöne Woche. Ja, tschüss. Für Thomas Schön ist klar, das war nicht ungefährlich für die Angestellten. Das Problem ist, es gibt kein Patentrezept. Letztendlich hängt es immer auch vom Täter ab, wie weit er bereit ist zu gehen. In diesem Fall hätten sie schon in dem Moment, wo sie merken, ja, stimmt was nicht, nicht erst versuchen sollen, die aus der Kanzlei zu schieben, sondern einfach gleich die Polizei rufen. Das kann man eigentlich bloß jedem raten. Wenn da jemand kommt, wo ich nicht einschätzen kann, was will der jetzt von mir? Im Zweifel lieber erstmal die Polizei rufen und das vor Ort klären lassen. Selbst wenn wir dann in 99% der Fälle umsonst kommen würden, in Anführungsstrichen, haben wir doch immer noch das 1%, was wir dann vielleicht verhindern können. Jetzt hoffen die Beamten von dem Geschädigten, dem Besitzer des Portemonnaies, Hinweise auf die Täter zu bekommen. Die einzige Möglichkeit, die man dann jetzt noch hat, ist, dass man schaut, dieses Portemonnaie, was ja im Tatort-Nahbereich wieder aufgefunden wurde, dass man dieses vielleicht spurentechnisch behandeln kann und eventuell noch Fingerabdrücke findet. Die Täter haben das Portemonnaie hier ins Gebüsch geworfen. Der Hausmeister hat es gefunden. Mittlerweile hat auch der Besitzer es angefasst. Fingerabdrücke können die Beamten also nicht mehr nehmen. Was fehlt aus der Brieftasche? Ja, es fehlen 50 Euro. Mehr hatte ich auch nicht drin. Also nur das Bargeld? Ja, nur das Bargeld. Kreditkarten sind alle da. Ist alles da, Führerschein ist da, Personalausweis. Der Hausmeister, der das Portemonnaie hier in den Büschen gefunden hat, hat die Täter nicht beobachtet. Den Besitzer der Geldbörse hat er aber clever ermittelt. Der hat die Auskunft angerufen. Ja. Über die Auskunft die Telefonnummer meiner Frau in Weißenfels erhalten. Und die hat mich auf dem Handy angerufen und sagt, dein Portemonnaie ist gerade im Südpark gefunden worden. Ich sage, was? Im Südpark? Ja. Da war ich heute gar nicht. Wann hatten Sie Ihre Frau angerufen ungefähr? Also war das... Ich sag mal, vielleicht 10 Minuten, nachdem die weg waren. Das Opfer weiß, es hatte Glück im Unglück. Ich meine, der Verlust, 50 Euro ist klar, ist auch nicht ein Pappenstiel, aber alles andere habe ich. Und die hätten auch mit meiner EC-Karte oder mit der Kreditkarte irgendwelchen Schindluder treiben können. Glimpflich davongekommen. Das sieht auch Thomas Schön so. Die 50 Euro sind weg, das ist ärgerlich, aber wenn ich Personalausweis, Führerschein, Fahrzeugschein, dann EC-Karte oder Mastercard, glaube ich, war auch noch drin. Wenn ich das alles neu beantragen muss, kostet das zum einen einen Haufen Geld und zum anderen habe ich die Rennereien und warte natürlich auch eine Weile, bis ich das dann wieder habe. Hat er jetzt nicht, insofern wirklich dolle Glück gehabt. Und weiter geht's für Thomas Schön und Michael Stumpf zu ihrem nächsten Einsatz in Merseburg.